Mein Vater war ein Sportler und unter anderem hatte er zu Hause eine, also ich habe immer gesagt, Handgranate. Die sah aus wie die ehemaligen Stielhandgranaten der Wehrmacht, aber das war zum Trainieren, zum Werfen. Und in einem Lebensmittelladen, ich weiß nicht, habe ich mich in ein Gespräch reingemischt und da sagte ich, na, wenn die zu uns kommen, da schmeißt mein Vater seine Handgranate. Das hat jemand angezeigt und ich wurde von der Gestapo verhört, wurde abgeholt, ich war, glaube ich, 8 Jahre alt und bekam da ein bisschen Prügel und so weiter und so weiter. Und bei der Haussuchung hat man diese Granate nicht mehr gefunden. Warum auch immer. Und daraufhin wollte man eben aus mir herauspressen. Aber es war nichts. Und man hat mich wieder laufen lassen. Es war für mich natürlich ein ziemlich einschneidendes Erlebnis.